Hi, ho meine Freunde und herzlich willkommen zu Part 2 des Wintertransfer Simulator. Und wie ihr seht, haben wir hier ein paar Leute angefragt und ein paar Verträge verlängert. Und hier haben wir schon den ersten, Pirlo. Den würde ich gern haben. Für ein Jahr von mir aus auch schon. Auch wenn er 35 ist, ist er immer noch ein Meister am Ball. Und Lukas Podolski für 3,9 Millionen kann man bestimmt auch ein bisschen runterhandeln auf 3 vielleicht. Für links, da wir ja nächste Saison Jansen verlieren, brauchen wir links noch einen Mann. Und fürs defensive Mittelfeld daneben Pirlo, der vielleicht auch 2 Jahre spielen kann, wer weiß, ich habe keine Ahnung. Und jo, soweit, so gut. Wie man vielleicht auch gehört hat, habe ich die Musik ausmachen müssen. Ich habe es in der letzten Folge vergessen, habe jetzt Schiss, dass irgendwie die GEMA stresst oder sonst was. Naja. Das Spiel ist zu wertvoll für uns. Ja, Bernd Leno brauche ich eh nicht mehr, will ich gar nicht. Und Marquezio 14,5. Okay, Isco ist mehr wert. Entschuldigung, dann biete ich halt ein bisschen mehr für Isco. Da steht 15. Oh, er ist einer der besten auf seiner Position. Gehen wir mal auf 20. Vielleicht haben wir Glück, wer weiß. Fürs Tor. Wen holen wir uns da? Fürs Tor. Wen holen wir uns? Okay, sie wollen 14,5. Wegen 500.000 ist das euer Ernst? Ach, naja. Auf jeden Fall hätten wir mit Claudio Marchisio guten Ersatz. Sehr, sehr guten Ersatz sogar für Jaic. Und Leno 23 Millionen. Ja, kommt 19. Wir müssen einen Torwart finden, auf jeden Fall. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme einen guten deutschen jungen Torwart. Und Jaic ist zu Dortmund gewechselt für 17 Millionen Euro. Oh, Angebot akzeptiert. 80.000, 2 Jahre Rotationsspieler. Er will ja mehr Einsätze, aber die wird er bei uns auch nicht bekommen. Naja, doch schon. Oh, Transferanfrage von Robben. Alles klar, alles klar. Das ist sehr, sehr unrealistisch. Wieso sollte er? Wieso? Wieso sollte er? Ah, für Marquise 14,5. Auch drin. Oh, das wird aber teuer für unser Gehalt. 2, gehen wir mal auf 3 Jahre. Essentieller Stammspieler natürlich. Und Madrid abgelehnt. Und für Pirlo wollen sie 6 Millionen. Der hat auch so ein hohes Gehalt. Müssen wir gucken, ob das machbar ist. Vielleicht haben wir auch noch einen Spieler, den wir tauschen können. Berami, nö. Aslan. Er ist unglücklich. Er weiß nicht, wo er spielen soll nächste Saison. Mit 24 Jahren. Wir wollen ihn haben, wir halten haben beides. Wir wollen ihn behalten, auf jeden Fall. Jiracek, oh mein Gott. Nein, ich glaube, das ist nichts von angemessener Qualität für Juventus Turin, aber naja. Eben Podolski haben wir. Transferanfrage von Volland, wird immer besser. Inakzeptabel. 23 Millionen. Mann, seid doch mal ein bisschen gnädig. Machen wir 21, 21,5. Ich habe auch nicht so viel Kohle. Die haben jetzt über die Medien erfahren, dass wir Haller verkauft haben und denken, sie können uns. Oh. Wohin wird er wechseln? Robben ist für uns wahrscheinlich nicht bezahlbar. Wahrscheinlich. Ich guck mal, was er kostet. Hier ein Robben. 54 Millionen Euro. Oh Gott. Schlecht und Abschied. Okay. Er ist auf der Leihliste. Alles klar. Ey, wir haben 52 Millionen Euro.
spiele mal 30. Ich spiele jetzt einfach mal 30. Einfach so just for fun. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen Robben. Dann gucke ich mal hier unser Freund Volland, was er wert ist. 6,5. Kauf hier. Rechtes Mittelfeld. Schon klar. Aber den können wir natürlich auch im Sturm einsetzen. Gucken wir mal, ob wir für 8 Millionen kriegen. Er will ja eh gehen. Und ja. Ein Torwart brauchen wir immer noch. Wir brauchen immer noch einen Torwart. Gucke ich gerade hier mal. Nach Position Torwart, Liga. Nein, nicht Liga, sondern nach einem Deutschen. Jo. Maximalalter. 29. Und dann schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Nee. Das ist jetzt alles nicht so wirklich das super Angebot. Bernd Leno eben. Aber mal schauen, ob wir ihn kriegen. Aber die wollen halt extrem viel Kohle für den. Seit wann ist Jan Sommer Deutscher? What the fuck? Und hier, Strebinger. Deutscher? What? Kevin Trapp. Kevin Trapp, was wollen Sie für Kevin Trapp haben? Probieren es einfach nochmal. 10 war zu wenig. Probieren wir es mit 17. Hat auch nicht so mega das Gehalt, was er will. Und wäre bestimmt kein schlechter Torwart. Ulreich, nee. Zieler. Kauf. 14. 12. Wir brauchen auf jeden Fall einen Torwart. Und ich hätte gern einen deutschen Torwart. Weil einfach cool. Nee, einfach, weiß auch nicht. Ich hab Bock auf einen deutschen Torwart, damit man einfach einen Nachfolger für Neuer heranzüchten kann. Bin gespannt, wo Robben hinkommt. Okay, will eine größere Rolle im Verein spielen. Okay. Größere Rolle im Verein. Kürzen wir dein Gehalt auf 60 und machen dich zum wichtigen Stammspieler. 2 Jahre. 5% Torprämie. 60.000 Euro in der Woche. Glaube ich. Zieler. Warum? Hallo. Ich will aber Zieler haben. Oh, Mann. FC Bayernhof Cavani bald zu verpflichten. Leute. Was ist denn bei euch los? Sie haben ein Angebot von 6 Millionen erhalten. Und ich bin bei 8. Also wird das wohl schon keinen Stress machen. Katscha. Okay. 1,2 vielleicht. Vielleicht ist Köln ja ein bisschen doof. Und will uns die Kohle geben. Alter, wir sind Erster. Wir sind Erster und ich habe gerade meinen besten Torjäger. Und meine Bank hinten abgekauft. Verkauft. Oh, Pirlo, Angebot akzeptiert. 54 Millionen Euro. Was labert ihr? Komm schon. Wieso gefällt's dir da? Ich will dich aber haben. Dann halt nicht. So, 8 Millionen. Mach mal 10. Wir haben's ja, wir haben ja die Kohle. Können sie ja jetzt verbraten ohne Ende. Brkitsch.
Nee, 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 nee. Ich will jetzt nicht irgendeine Notlösung als Torwart. Ich will schon was Gescheites. Oh Mann. Oh, Angebot akzeptiert für 21 Millionen Euro. Okay, wir werden zwar immer noch Gewinn machen. Ja. Gehen wir ein bisschen runter mit dem Gehalt. Aber mit Leno hätten wir einen gescheiten Mann auf jeden Fall. Ah, und hier. Wenn ich Pirlo. Hä? Ein Jahr, okay, ein Einjahresvertrag. Nee, der zu hohes Gehalt, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Aber Podolski kann man auf jeden Fall mal machen. So. Ich brauche immer noch einen zentral offensiven Spieler. Hier. Hier muss irgendwo einer dabei sein. Eben Insigne, bestimmt nicht schlecht. Fragen wir da nochmal an. Hamšík, 27 Millionen Euro, das ist zu viel Kohle. Pjanic, 40 Millionen. Isco. Für Isco wollen sie 29 bis 40 Millionen Euro. Gehen wir mal 25 mit. Wäre halt auch ein junger Spieler mit extrem starken Werten. Den kann man gebrauchen, auf jeden Fall. Genau, an Spaß, aber mal schauen. Was wollen die denn für den? Okay, kann ich vergessen. Mertens. Boah, was hat denn der für Werte? Aber das ist wieder so ein schneller Junge. Das ist jetzt nicht so das, was wir suchen. Für die Mitte auf jeden Fall. Eben, es sollte sowas wie ein Mkhitaryan sein. In die Richtung sollte es schon gehen. Alter, Antonio Di Natale ist 37 Jahre alt. Ja, wird er seine Karriere auch mal beenden? Nicht schlecht. Raphael. Raphael. Ja, gehen wir hier mal ein bisschen mit. Raphael, das wäre doch die Option. Er ist Mittelstürmer. Das wäre genau die Position, wo Jajic im Prinzip gespielt hat. Und er ist wirklich, wirklich stark in Form momentan. Und sonst haben wir einen Rosicki. Naja. Immer noch starke Werte. Gucken, was sie für ihn wollen. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Vielleicht ist er gar nicht so teuer. Gehalt nicht so hoch. Eben, Fragen kostet ja nichts. Oscar. Für 23 Millionen ist er gewechselt. Giovinco, es wäre auch so eine Art Spieler. Oh, nach Vertragsablauf verpflichten. Oh, den können wir sogar gratis haben, Leute. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, was heißt gratis? Das Gehalt brauchen wir immer noch. Aber Giovinco schon geil. Okay, Marin ist verliehen. Mata ist nicht unsere Dimension. Forlan auch nicht so wirklich. Hier Cruzes wäre eben auch so ein Spieler. Wie Raphael. Und er wäre billiger. Gucken wir mal, ob wir ihn auch für den Dreh kriegen. Wie Raphael. Dann kaufen wir in Gladbach einfach den Sturm weg. Ha. Maxim. Millionen, ey.
Gucken wir mal. 15 kriegen. Einfach alles mal ausprobieren an Kohle. Und naja, ich tue jetzt hier noch im Hintergrund ein bisschen gucken, was man so haben kann. Hier vielleicht ein Özil oder so. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, vielleicht von Part 3 von Wintertransfers. Bis dann. Ciao.